Meine lieben Freunde, wisst ihr, für was es wieder Zeit ist? Genau, für Hello Neighbor. Denn Leute, wir werden heute auf jeden Fall die vierte Alpha von Hello Neighbor spielen. Und Leute, guckt euch einfach mal an, wie groß sein Haus geworden ist. Ja, also Leute, sein Haus ist auf jeden Fall mega, mega riesig geworden. Und Leute, ich kann euch auf jeden Fall nur sagen, ich werde in diesem Video es nicht komplett schaffen, diese Alpha zu spielen. Denn Leute, ich habe mir auf jeden Fall überlegt, dass ich auf jeden Fall diese Alpha in Parts spielen werde. Denn Leute, diese Alpha, die ist mega kritisch und schwer. Und die kann man nicht so einfach schaffen, Leute. Ich hoffe mal, dass ich das schaffe, weil sonst habe ich dann eigentlich nur 3 Alphas von 4 geschafft. Und das ist natürlich nicht so viel. Und Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt in seinem Haus drin. Und das ist eigentlich gar nicht so hart verändert wie bei der letzten Alpha. Also bei der Alpha 3 sah das fast genauso gleich aus. Also Leute, wir können eigentlich einfach hier springen und dort bam, Digga. Das ist genauso wie bei der letzten Alpha. Okay, Leute, wir sind auf jeden Fall hier und das ist... Alter, Leute, das ist wirklich fast alles gleich. Lol. Also Leute, wir brauchen auf jeden Fall eine Keykarte und wir brauchen auf jeden Fall einen Hammer. Besser gesagt, auf jeden Fall einen Schraubenzieher. Und ich hoffe, dass wir das auf jeden Fall... Ich hoffe, dass wir das auf jeden Fall heute schaffen werden, Leute. Und ja. Okay, also die Tür hier ist zu. Die Tür ist hier auf jeden Fall auch zu. Also Leute, ich würde sagen... Oh mein Gott, wie lucky bin ich gerade hier hochgekommen. So Leute, wir brauchen auf jeden Fall diesen Schlüssel dort und ich würde sagen... Leute, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, ob auf jeden Fall hier der Magnet ist wie beim letzten Mal. Ich hoffe, dass er auf jeden Fall dort ist, weil dann haben wir das auf jeden Fall schneller hinter uns. Ich dachte gerade, er kommt. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal hier rein. Und nein, das ist tatsächlich nicht hier. Das ist diesmal woanders versteckt. Vielleicht irgendwo hier. Perfekt. Er hat uns direkt. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gucken einfach noch mal, ob da hinten noch irgendwas Besonderes ist. Hier ist es zu. Lol. Was ist eigentlich da drin? Da steht irgendwas auf Russisch. Man muss da bestimmt irgendwas hinwerfen, ne? Bro? Von wo kommt der? Kann ich eigentlich überfahrt werden? Aber warte mal, was habe ich hier denn eigentlich so für Items? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Ich habe einen Apfel, den nehme ich einfach mal mit. Ein Schuh. Kann ich auch mitnehmen. Kleber. Ja, komm. Also ich glaube, wir müssen da drin irgendetwas... Digi, er fängt jetzt schon an, Kameras zu platzieren. Okay, Leute, ich würde sagen... Oh, Mist. Bro, okay. Hey, warte mal. Ich habe gerade einfach einen roten Schlüssel gefunden. Für was ist das denn? Für mein Haus? Das geht... Hey, warte mal, Digga. Für was? Nein, sag mir nicht, der rote Schlüssel ist für das Auto vom Nachbar. Nein, Digga. Warte mal, wo bin ich jetzt? Aber Leute, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt einfach mal um das eine Teil, was wir da gerade gemacht haben. Und zwar, Leute, ich will wissen, was passiert, wenn
wir diesen Knopf da berühren. Oh nein. Mal die Fernbedienung mit. Okay. War das gerade die Kamera? Nicht gut. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn er mich jetzt nicht sieht, Alter, oh mein Gott, das wäre echt lost gewesen. Ist der Typ gerade einfach an mir vorbei? Bruh. Oh, ich hab's aufgekriegt! Geil! Mit der Fernbedienung hat es ja auch geklappt. Oh, ich habe den Typen gerade gesehen. Ich habe gerade diesen Typen gesehen. Andere Seite. Okay, Leute. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach rein. Laufe jetzt einfach vorbei. Ist mir gerade völlig egal. LOL! Ey, wir haben das hier aufgekriegt. LOL? Was? Ich bin gerade abgestürzt? Hä, als ob man stirbt, wenn man abstürzt. Seit wann ist das so? Oh, nach oben, Digga. Okay. Höher kann ich nicht. Bruh. Lol, wo bin ich hier? Oh. Langsam, Digga. Hier ist eine geheime Tür. Es geht hier aber raus. Was? Bro, wie geil. Ich werde sterben. Ich mache am besten mal wieder das Strom an, weil ich kann gerade einfach nicht hochlaufen. Ich muss da irgendwas werfen. Boah, Digga, nice. Perfekt. Oh mein Gott. Klettert er auch hoch? Nö, der klettert nicht hoch. Geil. Der wirft Kleber auf mich. Also Leute, ich komme gerade ehrlich gesagt nicht so weiter. Ich gucke mir mal ganz kurz ein Tutorial an, Leute. Was ich jetzt hier machen muss, wenn ich hier oben bin. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, Leute. Man muss auf jeden Fall irgendwie da runter springen. Okay. Leute, wie gesagt, tut mir mal leid, dass ich manchmal so Tutorials schaue. Aber Leute, wenn ich halt keine Tutorials gucke, dann kann ich ja auch ehrlich gesagt nicht weiterkommen. Also ich meine, jeder Mensch muss mal...
Digga. Ich habe versucht, diese Taschenlampe kaputt zu machen. Ich meine die Kamera. Geil. Leute, ich habe die Kamera kaputt gemacht. Wunderschön. Okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wow! Wow, wow, wow! Langsam, wie viele Kameras stellt dieser Typ denn auf, Digga? Alter! Macht der aber viel! Der stellt ja mega viele Kameras in dieser Alpha auf, Digga. Okay, Leute, ich habe gesehen, dass ich hier springen muss und dann irgendwie da runter. Alter, wieso? Brudi, was? Dieser Auto hat mich gerade einfach mitgeschleppt, Digga. Als erstes springe ich hier. Als zweites springe ich. Nein, ich hab's geschafft. Okay, Leute. Na, oh, 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 ich brauche die Puppe. Okay, so, let's go. Sind wir hier? Wir sind jetzt hier. Warte mal. Oh, 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 oh. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Hä? Lol? Die Karte ist nicht hier? Digga. Leute, ich hab den Magneten. Ich hab grad den Magneten. Meine einzige Frage ist, wie komme ich hier raus? Ich gehe mal. Die Bahn kann ich natürlich nicht mehr. Nee. Geil! Leute, wir haben jetzt einen Regenschirm. Und wir haben auch das Magnet. Oh! Oh, 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 oh. Langsam. Leute, wisst ihr, was wir machen können? Wir können jetzt einfach mal hier hinten gehen, weil da ist ja noch offen. Geh mal von hier hinten rein. Geil, Leute, die Falle habe ich auch nicht berührt. Oh. Die Falle habe ich auch nicht berührt, was auch wunderschön ist, meine lieben Freunde. Ich darf jetzt einfach nur diesen einen Sprung nicht verkacken. Die Falle wurde ausgelöst. Rudi, der Mann springt aus Fenstern raus.
Ah, Leute, den Regenschirm kann ich auch benutzen. Gut. Ey. Leute, warum schaffe ich das auf einmal nicht mehr? Oh mein Gott. Okay. Legen wir es ganz langsam hier. Und? Okay. Okay. Okay, stark. Was ist hier eigentlich drin? Da geht's auch irgendwo. Oh mein Gott. Ja, okay. Also Leute, ich würde eigentlich ansonsten auch sagen, das war's erstmal mit dem ersten Part von Hello Neighbor Alpha 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Leute, lasst euch gerne ein Like da, abonnieren nicht vergessen, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch wieder. Bis zum nächsten Part wieder. Ciao, ciao.